Ja, da wären wir wieder zum nächsten Livestream. Willkommen hierzu. Schaut gerne auf meinem anderen Kanal vorbei, und zwar Ickels. Da kommen auch Folgen hiervon. Also Tiny Craft Attack grundsätzlich, als auch alle möglichen anderen Projekte. Und ja, ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen meine Musik und mein Twitch regulieren. Aber ja, das passt schon. Sowas schneide ich dann normalerweise in den Videos raus. Also wenn ihr auf dem anderen Kanal vorbeischaut, werdet ihr merken, was die Unterschiede sind in der Gestaltung. Alleine entweder ich nehme zum Beispiel ohne Cuts, nee, ich nehme nicht am Stück auf alles, sondern wird geschnitten. Ja, das ist schon mal ein großer Unterschied, und natürlich auch generell ja, die ganze Verteilung der Projekte und Aufmachung der Videos, ne, was ich für Themen anspreche und so. Hier kommt es ja auch nicht drauf an, dass ich noch irgendeinen Titel bestimme, ne, da kommt einfach das so random, mehr oder weniger. Und dort ist das schon anders, naja. Jedenfalls hier ist da irgendwas drin, weil hier steht Geschenk. Bin mir nicht sicher, oder scheint das doch noch älter zu sein. Jedenfalls irgendwer hat da so Netherrack hingebaut. Naja. Eine Runde mache ich jetzt hier nicht im Stream. Wir konzentrieren uns aufs Bauen höchstens und natürlich auf die Plugins, denn ich muss was gucken wegen ein paar Geschichten und administrativen Aufgaben. Das ist der Grund, warum ich heute streame. Alles andere ist eigentlich egal. Und zwar, ja, soll ich das gleich machen? Da können wir danach noch ein bisschen entspannt bauen. Ich kann ja erstmal eine Spitzhacke machen, damit ich das schon mal weg habe, denn sowas nervt mich immer, gerade wenn ich dann später anfangen will. Direkt und nicht aufgehalten will erst. Aufgehalten werden will, so. Okay. Das mache ich durch. Dann hier. Da ist auch noch was übrig. Ja. Ich kann ja mal hier irgendwie weiter das ziehen, ne? Das wird wahrscheinlich ausgetauscht, oder? Soll ich hier den Weg noch durchziehen weiter? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, der wird auch dann später ersetzt hier. Also was den Innenraum angeht. Ja, ich werde das mal langsam abbauen. Und mehr abgewöhnen, sozusagen. Aber vielleicht wäre es auch ganz gut, hier ab irgendwo runter zu gehen, ne? Ja, zum Beispiel, wo hier... Soll ich das hier machen? Nee. Machen wir da. Da kann ja das so hin, ruhig. So. Ja gut, ob das jetzt bis hier hinten bleibt. Man kann ja hier mal über sowas reden, ne? Wie immer die Ideen einfach kommen, ne? Ich kann da jetzt auch nichts dafür, dass ich gerade baue. Das muss einfach dann mal gemacht werden, ne? Obwohl man es gar nicht will. So, weil ich wollte jetzt was anderes machen. Darum geht's. Ist natürlich grundsätzlich cool, wenn ich hier was schaffe. Da freue ich mich auch. So, es müsste ja hier genauso sein, jo. Na, siehst du. Aber man muss es ja hier nicht genauso machen. Vielleicht kommt ja auch eine Glaswand hin, obwohl... Ja, eigentlich muss ich das nochmal spiegeln von hier, damit ich wenigstens ein bisschen Stauraum schaffe. Ja. Mich erinnert der Raum schon wieder, den ich hier kreiere, an die letzte Staffel. Ne? Aber übel. Wenn der fertig ist, so von der Inneneinrichtung her. Natürlich größer ist er jetzt und weiter auseinander, aber trotzdem. Ja, das Bett stört ein bisschen, ne? Ich kann auch mal das hier wegmachen. Das wollte Rietze letztens schon.
Und das Bett generell kann woanders hin. Es kann irgendwo hier unten in der Mulde. Vielleicht dahin. Ach, na toll. Na klar. Fließ einfach mal bis runter, bitte. Warte. Ich halte das auf. Nein. Oh. Na toll. So. Das ist ja ein Scheiß. Geht das jetzt wenigstens schon weg? Ja, ganz langsam, ey. Naja, lassen wir es mal abfließen. Ach, nicht, dass da unten noch in irgendeiner Höhle die ganzen Fackeln weggeschwemmt werden, wenn die auf dem Boden stehen. Das will ich jetzt nicht. Naja, ich baue das mal zu. Da kommt das Bett eben doch irgendwie hier rein in dieses riesige Haus. Na, da wird das jetzt erweitert. So. Na, diese Teile können ja da unter den Blöcken sein, das ist ja egal. Ja, genau, da kann ich mir eigentlich auch den Boden sparen. Oder? Na komm, wir wollen mal nicht zu sehr das... sich dem Selbstlauf überlassen. Hatte ich für Zuckerrohr schon eine eigene Kiste? Nee. Glaub nicht. Dieses Haus. Ah, guck mal, ist schon größer geworden. Ne? Kann man ja nichts sagen. Ich kann ja hier noch ein bisschen ausleuchten. Aber was ist jetzt mit unserer... mit unseren Plugins. So, es gibt ja 11 Stück. Ich guck mal kurz in der Tiny-Gruppe. Blocklocker funktioniert nicht. Plugins. Wo sind die gespeichert, Alter? Was war das? Ach, ein Skelett. Ja, ich überspringe erstmal die Nacht. Ich muss dann aber mal wissen, wo die echt gespeichert sind, die Plugins. Damit ich das halt nachvollziehen kann, alles. Ich muss mal in das Webinterface. Da ist es.
Ja gut, das dauert jetzt zum Laden. Spielerverwaltung. Nee. Ich wollte erstmal einen Dateibrowser. Oh, Alter, wieso dauert das denn hier so lange? Da gehst du auf den Link und das lädt ewig. So, aber wenigstens hat er gleich auf Dateibrowser und nicht erst auf die Spielerverwaltung gewechselt. Jedenfalls. Ja, hier sind die Plugins. Ey, die werden jetzt erstmal in irgendeinen anderen Ordner verschoben. Aha. Ach du Scheiße. Wie kann man die denn deaktivieren? Vor allem gibt es ein paar, die sind irgendwie verschlüsselt. Word Edit. Hä? Was steht da? Es sind alles JAR-Dateien, aber manche davon sind irgendwie komisch. Also da sind so mit so Einstellungssymbolen sind die versehen. Naja, ich gehe erstmal auf den FileZilla. Dann irgendwie hier. Gehen wir mal auf Bucket. Dann auf Plugins. Oder erstmal auf, wenn ich schon einmal hier bin, Player Data. Wo ist das World? Player Data. Siehst du, das sind schon wieder mehr Leute geworden. So, dann hier ersetzen. Muss ich bei Aternus das auch noch machen? Geht ja jetzt mittlerweile besser. So, Spieler. Nee, ich mache das immer falsch. Ich will eigentlich jedes Mal auf Dateien gehen, aber ich gehe jedes Mal auf Spieler. So, World. Es dauert auch wieder so lange zum Laden. Player Data. Ach, sind schon 60. Okay, gut. Ja, nee, dann ist alles klar. Dann gehe ich erstmal auf. Ja, Plugins wieder. Infc++. Das geht ja auch nicht, das Plugin, ne? Zumindest hat das bei mir nicht funktioniert, ne? Hm. World Edit ist auch explizit für die 1.19. Das werde ich also auch mal rausmachen. Simple TPL geht ja. Das lassen wir drin. Dead Chest geht auch. Block Locker kann raus. Advanced Band Bundle. Das ging auch noch, gell? Q
Core Protect, das würde ich gern lassen, das geht ja wenigstens. Ah, Simple Vanish kann vielleicht raus. Blocklocker. Wie kann man denn ein Plugin deinstallieren? Muss ich da irgendwas machen dafür? Also muss ich da noch quasi einen Deinstallationsprozess durchlaufen? Und die Frage ist ja, Server Check. Es wäre halt mal gut, die Plugins in so einer Liste angezeigt zu kriegen hier. Und dann so auszuwählen, was will ich damit machen. Das eine runter, das andere nicht. Oder so. Ja. Das wäre echt praktisch. Also, ja, bei dem, da würde ich einfach mal sagen, ja, World Editor, das schmeißen wir runter, ja. Ah, ich bin gerade nicht mehr online, na geil. Schön zu wissen. Das ist ja wunderbar. Junge, was soll das? Oh, OBS dreht aber auch durch. Mach ich erstmal WLAN neu an. So. Okay, hier steht ja auch ständig ein Update für Blocklocker is available. More information. Öffnen wir mal den Link. You can now edit signs by right-clicking them. Ach, hier steht eh bis 1.19.4. Ja, da wird das auch nicht gehen. Ja, ich werde das mal runternehmen. Ne. Ich hoffe, das geht jetzt, während der Server an ist. Slash Plugin. Oder Blocklocker. Vielleicht kann ich das ja deinstallieren. Line Number. Ich will das deinstallieren. Ich würde die halt gerne in so einen extra Ordner packen. Ne? Kann ich hier einen neuen Ordner anlegen? Verzeichnis erstellen. Für nicht verwendete Plugins jetzt also.
Hass Combs. Ne, das bleibt. Der Chest auch. Block locker. Jetzt muss ich hier gucken. Kann ich das verschieben? Ich kann es nur löschen. Ich kann es im Dateibrowser bei Nitrato machen. Ah, hier verschieben. Da geht's tatsächlich. Dann gehen wir mal hoch. Verschieben das in da rein. Hierher verschieben. Akzeptieren. So. Das geht ja immer noch. Alter, ist das nervig, über Nitrato zu machen, ne? Diesen Dateibrowser. Alter. Ah ne, ich habe jetzt rausgefunden, man kann das doch so verschieben. Viel leichter, okay. Nicht verwendete Plugins, ja. Okay, Plocklocker ist jetzt da drin. Dann kann ich ja auch World Edit nehmen. World Edit. Ach ne, jetzt habe ich das geöffnet, abbrechen. So. Wieder in nicht verwendete Plugins verschieben. Dann kommt da weg InfC Plus. InfC Plus Plus. Und was ist davon noch? Da gibt's noch eins. GIF Clear. Wieso ist hat ein Clear keinen Ordner? Nur GIF hat einen. Und InfC Plus Plus sowieso. Na gut, egal. Kommen die fünf Dateien jetzt erstmal raus, beziehungsweise Ordner. Auch wieder in nicht verwendete Plugins.
So. Jetzt klärt sich das ja schon langsam. Huscombs, Advanced Spawn, Updater, Super Vanish, ah ja, Super Vanish. Das kann noch raus. Das braucht man nicht. Ich weiß auch nicht, ob das noch geht. So. Plugins. Plugin Matrix. Ja, ich glaube, das ist automatisch diese Ordner, die brauchen wir. Ja, ich hoffe, das ist jetzt, das geht jetzt, weil wenn ich Blocklogger eingebe, das steht immer noch da. Was ist denn das? Muss ich den Server neu starten? Jetzt habe ich wieder irgendwas ausgewählt hier aus Versehen. Hä? Hab ich den jetzt neu gestartet? Ja, zumindest habe ich schon mal keinen Zugriff mehr. Okay. Mal sehen, was das Dashboard sagt. Jetzt habe ich eh wieder hier so Internetprobleme, ne? Jetzt hat er mal kurz meinen WLAN gar nicht mehr erkannt. So. Ist er jetzt irgendwie neu gestartet? Nee. Jetzt erst. Starten wir mal neu. Ich hoffe, es bringt irgendwas. So, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich warte jetzt im Prinzip
nur, dass der Server wieder angeht. Oh, jetzt geht's sogar. Ja, fast wie gerufen. Oh, Erwi ist da. Lol. Ich. Warte mal, guck da meinen Stream. Das kann sein. Hi. Hast du meinen Stream? So. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr lange da. Aber für die Zeit, wo ich eh noch hier bin. Wie ich einfach ihm folge. Und irgendwie, wie ich nicht mehr rede, weil ich halt im Chat schreibe. Muss man nicht hier so Trapdoors dran setzen? Das muss er. Das sind mir Janelore geben. Tja, dann hier schön eine Farm, ne? Aber ich glaube, meiner, also
Da brauchst du solche Dinge. So. Gut. Ja, dann werde ich mich mal hier verziehen, ne? Ja, gehen wir nochmal auf Top Attack, wa? Da muss ich jetzt nichts wechseln, das ist mir am angenehmsten, glaube. So. Ich hatte so überlegt, auf Snow Village ist auch schöner Gedanke, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe, so. Und Top Attack ist vielleicht immer ganz gut, mehrere Folgen zu hintereinander, mehrere Streams zu machen für eine Folge, das meine ich. Okay, nice. So, ja, in dem Sinne bin ich auch raus.